Heute bei Wer weiß denn sowas? Paola Maria im Team mit Bernhard Hoeker und sie spielen gegen Dagi B und Elton das YouTube-Duell. Es geht los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht schon wieder Richtung Ende Januar im neuen Jahr. Schön, dass Sie dabei sind. Danke fürs Einschalten. Wir haben eine spannende Sendung vor uns mit natürlich vielen spannenden Fragen und tollen Antwortmöglichkeiten, aber auch mit zwei tollen Gästen, die beide heute Abend bei uns Premiere feiern. Paola Maria ist zu Gast. Eine der erfolgreichsten YouTuberinnen in Deutschland. Gerade Beauty, Kosmetik, das sind ihre Themen. Da ist sie unglaublich erfolgreich. Ja, heute musst du dich mit Bernhard beweisen. Das machen wir. Und Paola Maria und Dagi B kennen sich schon lange und sehr gut. Waren beide in The Gang. So. Bei dir verhält es sich ähnlich. YouTube, Instagram, da hast du unglaublich viele Abonnenten, Follower. Bist da durchaus sehr, sehr erfolgreich. Heute mit Elton zusammen im Team. Dagi B. Und gleich was Spannendes zum Anfang. Das ist ja das Tolle hier an dieser Sendung. Man hat immer hinterher was zu erzählen. Wussten Sie eigentlich, dass es in der amerikanischen NFL, also in der National Football League, seit 2018 auch männliche Cheerleader gibt? Das ist cool. Oh. Finde ich cool. Ja, finde ich, warum nicht? Ne? Ja, aber das wusste ich. Gab's halt, das wusstest du, Bernhard? In dem Fall. Der Bernhard beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen, ich sag's euch. Ja. Nicht, aber diese Röckchen sind trotzdem albern bei mir. Ich. Darf halt nur am Feld stattfinden. Ja. So, wir wollen schauen, wie hat sich unser Publikum heute verteilt? Ja. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Paola Maria sitzen 76 Zuschauer. Hinter Elton und Dagi B 52. So, dann sind wir gespannt, wie es heute läuft. Aber erstmal schauen wir gemeinsam auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Gesundheit, Trick 17, Essen und Trinken, Technik, Einspruch, Brisant, Comics, Zahlen bitte, damals, Datenschutz, tierisch, tierisch und clever. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. Jede richtige Antwort 500 Euro und einen Publikumsjoker für beide Teams. Immer wieder mal, ne? Deshalb dachte ich, dass man das vielleicht. So, wollen wir mal anfangen? Gesundheit? Wenn dich das anlacht, lachen wir zurück. Ja, es lacht mich an. Gesundheit. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage aus der Kategorie Gesundheit. Drück uns die Daumen. Was sollte bei der Anwendung von Faszienrollen an Armen und Beinen beachtet werden? A. Härtegrad der Rolle nach dem Körpergewicht wählen. B. Immer zur Körpermitte hin rollen. Oder C. Behandelte Stellen danach abklopfen. Oh, wow. Es beginnt ja damit. Wisst ihr, was eine Faszienrolle ist? Ja, Faszien sind Sachen am Körper und die werden gerollt. Und damit endet mein wissenschaftlicher Vortrag zum Thema Faszien. Das ist irgendwie, die rollen doch dann irgendwie, man rollt doch sich drauf oder andere Sachen drüber und was weiß ich. Irgendwie spricht nicht B an. Mich hat B auch angesprochen, weil man soll auch, wenn man, also das könnte die Idee sein, dass man eben kein Blut oder was auch immer in die Körperenden hin macht. Die Frage ist natürlich, wenn das, also wenn eine Faszienrolle jetzt etwas ist, wo ich drauf liege und hin und her rolle, dann ist natürlich das mit der Körpermitte sehr lästig, weil du rollst dich hin, steigst ab, wieder drauf und am Ende rennst du hinten, da rollst quasi gegen die Wand, weil du ja immer, dann könnte, haben die denn verschiedene Härtegrade? Hast du so eine Rolle schon mal gesehen? Ja, aber ob die jetzt verschiedene Härte. Wir können es natürlich auch so eine Minimiste machen und dann haben wir auch eins. Richtig, also wir können raten, in dem Minimiste oder wir fragen das Publikum, was da vielleicht jemand weiß. Das ist besser. Das kann sein, wenn wir beide wirklich gar keine Ahnung haben. Ja,
Ja. Wir fragen das Publikum. Wir sind ein selbstbewusstes Publikum. Wir fragen sofort das Publikum. Sehr gut. Ihr seid und wir haben so viele Leute da, da wird doch jemand von Bescheid wissen. Der doch, hier vorne ist schon einer. Ah. Oh, so. Yeah. Ein langsamer Blick. Bin ich wirklich die Einzige, die aufgestanden ist? Ja, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Wie heißt du? Ich heiße Kirstin. Kirstin, kommst du woher? Aus Rantrum bei Husum an der Nordsee. Okay. Und machst du Sport, Kirstin? Ja, ich habe auf jeden Fall mit Faszienrollen schon Erfahrung. Sehr gut. Das ist sehr schmerzhaft tatsächlich. Aha. Dann müsstest du ja wissen, wie man es richtig macht. Genau. Ich bin mir sehr sicher, dass B richtig ist. Hätte ich riskiert. Immer Richtung Körpermitte, sagt Kirstin. Ja. So, schauen wir jetzt auf die Antwort. Faszienrollen werden zur Entspannung und Regeneration von Bindegewebe und Muskeln eingesetzt. In Armen und Beinen befinden sich Venenklappen, die sich nach oben hin öffnen und den Blutrückfluss zum Herzen regulieren. Druck in die entgegengesetzte Richtung kann die Venenklappen beschädigen und die Entstehung von Krampfadern begünstigen. Deswegen sollte in Rückflussrichtung immer zur Körpermitte hin gerollt werden. Sehr gut, das hat auch schon mal gut geklappt. Dankeschön. Richtige Antwort. Und damit habt ihr die ersten 500 Euro auf dem Konto. Yay! Habt ihr schon mal Brisant nehmen? Ja. Wayne Rooneys Ehefrau Colleen hat 2019 unter anderem mit der Meldung über einen überschwemmten Keller A. mehr Briten erreicht, als an der Brexit-Wahl teilgenommen haben, B. einen Maulwurf aus ihrem privaten Umfeld enttarnt oder C. einen Preis als indiskreteste Prominente gewonnen. Ja. Okay, Elton sagt schon die ganze Zeit ja. Ich glaube, er weiß. Ja. Ich meine, das war die Nummer, die hat auch die irgendwas anderes noch gepostet, aber nur auf ihrem privaten Account, also nicht öffentlich. Und es wurde auf einmal öffentlich. Das heißt, da hat sie rausgefunden, dass aus ihrem bekannten, engeren Bekanntenkreis ein Maulwurf, also die, der oder die, ich glaube, es war sogar eine Freundin, auch eine Spielerfrau, und die hat das dann an die Presse gegeben. Ich meine, das war das. Wär's A, dann würde ich's mitbekommen haben. Hab ich aber leider nicht. C, indiskreteste Prominente. Ja, das würde. Das sein? Ja, das ist so. Weil die gepostet hat. Gibt es die goldene Himbeere, irgendwie sowas in der Art, so nur für Promis? Sowas gibt's, ja. Nein, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das gibt, aber wenn jemand schreibt, mein Keller ist überschwemmt, warum ist das indiskret? Indiskret ist doch eher, wenn man wirklich sagt, hier, der hat mit dem rumgemacht oder war besoffen auf der Party. Also, wenn ich jetzt erzählen würde, dein Keller ist überschwemmt. Genau, zum Beispiel. Was ja gerade aktuell der Fall ist. Das wäre. Oh nein. Du solltest das doch nicht sagen, Mann. Ach, Mann. Entschuldigung, jetzt mir so rausgerutscht jetzt. Tut mir echt leid. Vor allem ist es ja auch dein Keller. Unser Keller ist überschwemmt. Also B. Ja, B. B, alles klar. Guck mal, so sieht sie aus, die Ehefrau von Wayne Rooney, Colleen. 2019 hatte Colleen Rooney, die Ehefrau von Fußballprofi Wayne Rooney, genug. Über Jahre waren Details aus ihrem Familienleben in einem britischen Klatschblatt aufgetaucht. Dabei handelte es sich stets um Informationen, die sie auf einem nur Freunden zugänglichen Social-Media-Profil geteilt hatte. Colleens Verdacht fiel auf Rebecca Vardy, die Frau des Fußballprofis Jamie Vardy. Daher streute sie online über Monate diverse Falschmeldungen, wie die einer Überschwemmung im Keller ihres Hauses. Der Clou daran? Nur Rebecca wurden diese angezeigt. Als die Meldungen in der Zeitung auftauchten, hatte Rooney ihren Maulwurf enttarnt. So, auch hier die erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Glück, dass ich eine Fußballfrage in Anführungs Da gab es Beef. Eigentlich schon. Wow. Einspruch. Laut Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Oktober 2019 gilt auch ein unbelegtes Brötchen als essfertiges Lebensmittel? B. Dürfen Friseurinnen auch offiziell als Friseusen bezeichnet werden? Oder C. Muss in jedem Rathaus eine öffentliche Toilette zugänglich sein? Tja, womit sich der Bundesgerichtshof so befassen muss. Das ist jetzt ja wirklich abgefahren. Ja,
Gilt auch ein unbelegtes Brötchen als essfertiges Lebensmittel? Geht man damit vor Gericht? Ja, Sachen gibt es. Jemand hat eine Friseurin als Friseuse bezeichnet. Das passiert doch tagtäglich. Ja, was sagst du denn? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen von der Region abhängig, wo man lebt. Sagst du Friseurin oder Friseuse? Oder? Ich habe einen Friseur. Ah. Deshalb sage ich wieder noch. Das stimmt. Offiziell, das kann natürlich dann sein, dass in einem offiziellen Schreiben wurde das Wort Friseuse benutzt. Jetzt sagen wir so, wir suchen eine Friseuse für sowieso. Und dann hat eine geklagt, dass es Friseurin heißen soll. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, nein, das ist in Ordnung. Muss in jedem Rathaus eine öffentliche Toilette zugänglich sein. Ich denke, C ist eher Bauordnung. Ob das der Bundesgerichtshof... Ja, vielleicht ist B gar nicht... Wollen wir bei B bleiben? Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist es falsch. Hast du gesagt, das Schönste oder das Schlimmste? Ja, das Schlimmste, ja. Du hast aber keine Ahnung, wie schlimm es ist, hier das Schlimmste zu erleben. Das ist der schlimmste anzunehmende Notfall. Echt? Ja. Ich gehe mit. Ja? B kann ich mir vorstellen, C auch, aber wenn du B fühlst und ich B und C, dann gewinnt ja B mit zwei Gefühlen gegen ein Gefühl. Aber wenn es nicht richtig ist... Dann kann ich immer noch sagen, hab doch C gesagt. Also insofern... Mir kann nichts passieren. Ich würde auch sagen, ich hätte A gesagt, wenn jetzt A stimmt. Dann mach dir mal keine Sorgen. Na gut, dann schieben wir es einfach auf B. Wir schieben es auf dich und sagen B. B, okay. Genau. Und wenn es nicht richtig ist, ist falsch. Der Bundesgerichtshof urteilte im Oktober 2019, dass auch ein unbelegtes Brötchen als essfertig gilt. Anlass war ein Streit über die Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten von Bäckereien. Eine einfache Bäckerei unterliegt dem Ladenschlussgesetz. Demnach dürfen, je nach Bundesland, sonntags nur für einige Stunden Brötchen verkauft werden. Gehört zu einer Bäckerei jedoch auch ein Café, gilt das Gaststättengesetz, wonach Ganztagsspeisen verkauft werden dürfen, allerdings nur zubereitete. Der BGH entschied, dass dazu auch ein unbelegtes Brötchen zählt. Dies hatten Wettbewerbshüter zuvor in Frage gestellt. Aber hätten wir nie genommen, oder? Es ist Antwort A, es bleibt bei 500 Euro. Weil die essfertig Kaffee anbieten. Ah, essen und trinken will. Ja. Matcha-Tees. Matcha-Tee sollte nicht zu Mahlzeiten getrunken werden, da er sonst A. die Aufnahme von Mineralstoffen behindert, B. Übelkeit auslösen kann oder C. Bluthochdruck begünstigt. Oh Mann, da dachte ich echt, das wäre eine Frage für mich. Ich liebe Matcha-Tee. Du liebst ihn? Ich liebe Matcha-Tee. Aber ich habe von den ganzen Sachen noch nie was gehört. Also, es ist ja Grüntee, wenn man es so sieht. Das ist ja pulverisiertes Teeblatt. Einfach, ja. Bei mir löst der immer Übelkeit aus. Echt? Der stinkt so manchmal nach Fisch. Das stimmt. Sowas, ne? Das stimmt. Finde ich ganz schlimm. Aber ich habe von allem nichts gehört. Aber die wird übel davon. Ja, aber das hat nichts zu sagen. Okay. Das hat jetzt davon. Manchmal liegt das auch am Abend vorher. Aber ich mache den Matcha-Tee dem Elton jetzt immer mit Mandelmilch, seitdem geht's. Ja. Oder vielleicht auch Laktoseintoleranz. Ich bin, seit ich da mit denen zusammen wohne, habe ich gegen alles eine Intoleranz. Ja, okay. Nee. Okay, ich finde B jetzt so komisch. Ich würde B jetzt mal ausschließen, obwohl ich. Alles kann ja irgendwie Übelkeit auslösen. Also es muss ja jetzt. Ja. So. Kann das sein, wenn halt du eh schon gegessen hast und dann noch Matcha-Tee trinkst, dass das wirklich, dass der Körper so durchdreht, dass sofort Blutdruck an Großhirn. Ich habe noch nie meinen Bluthochdruck dabei gemessen. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, warte mal. Bluthochdruck kann vielleicht sein, weil da drin ist auch so, ja, weil das halt das ganze Teeblatt ist, Koffein mit drin teilt. Ja, vielleicht meine ich halt, wenn das auch so eine hohe, schon eine hohe Dingsbums hat und dann noch dazu essen. Ja. Doch, dann würde ich, glaube ich, zu C tendieren. Wir nehmen C. Ja, wir nehmen C. Wir hätten natürlich auch Publikum fragen können, fällt mir gerade ein, aber jetzt nehmen wir C. Jetzt nehmen wir C. Okay. Warum sollte Matcha-Tee nicht zu Mahlzeiten getrunken? Matcha-Tee ist ein zu Pulver gemahlener Grüntee, dem anregende Eigenschaften zugeschrieben werden.
Neben Koffein enthält er auch Oxalsäure, die Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium oder Eisen bindet und somit deren Aufnahme behindert. Um einen Mineralstoffmangel zu vermeiden, sollte Matcha-Tee nicht zu den Mahlzeiten getrunken werden, sondern in einem zeitlichen Abstand von mindestens einer Stunde. Tja. Guck mal, da hat sich schon mal gelohnt. Also jetzt nicht finanziell, aber spannendes Wissen. So, beide Teams stehen bei 500 Euro. Weiter geht's mit... Ich finde ja Datenschutz interessant, allein weil ich es wissen will. Na gut. Aber willst du nicht, weil es ja Datenschutz ist. Datenschutz nehmen? Du möchtest Datenschutz nicht nehmen. Nee, was möchtest du denn nehmen? Tierisch so anlächelt. Ja, Tiere. Natürlich. Alles, was uns anlacht, nehmen wir sofort. Tierisch, tierisch. Was gilt Experten zufolge für Kühe? So. Ah. Sie führen Freundschaften mit anderen Kühen. Oh, B. Sie muhnen sich abends gegenseitig in den Schlaf. Oder C. Jede Kuh hat ihr eigenes Rezept beim Grasfressen. Das ist das Schöne bei der Kategorie, dass über so exotische Tiere oft da, dass man da Sachen erfährt. Hm? Ich freue mich jetzt schon auf den Film. Ja. Egal, welche Antwort richtig ist. Ich finde A und B eigentlich sehr, sehr süß. Also C schließen wir aus. Jede Kuh hat ihr eigenes Rezept beim Gras fressen. Finde ich schon sehr lustig. Dass sie sagt, so eine Butterblume und dazu zwei normale Stängel, das schmeckt total gut. Ab dem dritten, nee, du machst mir mit zwei Butterblumen interessant. Aber nicht mit Matcha-Tee, das hindert die Mineralien bei der Aufnahme. Na, das macht doch eine Kuh nicht. Das ist doch eine Kuh nicht, oder? Ich weiß, sie muhnen sich abends gegenseitig in den Schlaf. Das, ich finde das sehr süß, die Vorstellung. Mhm. Als ob die so ein Baby hätten. Ach, du meinst, sie nehmen sich in den Arm und muhen sich? Wie so ein Schlaflied. Mu, 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 mu. Genau so. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Ich kann mir das mit, ich persönlich finde ja noch süßer, das mit den Freundschaften. Das finde ich auch süß. Das auf so einer Weide, wenn man die jetzt nicht in diesen... in so einer, in einer großen Rindermast hat, aber wenn man die auf einer Weide hat, dass die dann doch Kühe haben, wo die sich eher nebenstellen als bei anderen. Ich bin eher bei A als bei B. Ja, gut. Gehst du mit mir? Ich gehe mit dir, ich vertraue dir da. Ich glaube, du hast auch Erfahrung. Eben wäre ja A auch richtig gewesen. Ja. Warum soll es jetzt falsch sein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du hast vollkommen recht. Ja. Wir sollten ab jetzt nur noch A nehmen. Wir nehmen nur noch A, wir nehmen A. Wobei, das mit dem Mu-Mu-Mu hat mir so gut gefallen. Oder? Da reimt sich ja auch Augen zu auf Mu-Mu-Mu. Halleluja, genau. Das ist süß. Kühe sind Herdentiere und kommunizieren viel untereinander. Beobachtungen zeigen, dass einige Kühe gerne beieinander stehen. Unter anderem zur gegenseitigen Fellpflege. Auch zusammen ein Nickerchen halten oder fressen zählen zu den Unternehmungen. Halter und Forscher bezeichnen diese engen Beziehungen unter einzelnen Tieren als Freundschaft. Solche Freundschaften innerhalb der Kuhherde sind demnach wichtig, denn sie sorgen für eine entspanntere Atmosphäre unter den Tieren. Ja. So, ihr steht bei 1000 Euro. Der Bernhard wollte gerne wissen, was hinter Datenschutz steht, deswegen nehme ich das mal. Ja. Wie schützt eine neue Erfindung Bankkunden vor Datenklau bei Magnetstreifenkarten am Geldautomaten? A. Ein Störmagnet verschlüsselt die eigene Kartennummer. B. Ein Gerät zählt die Leseköpfe im Automaten. Oder C. Eine Software spiegelt das Tasteneingabefeld. Ich muss das erstmal alles verstehen. Mhm. Also, wie schützt eine Neuerfindung Bankkunden vor Datenklau bei Magnetstreifen kann? So, du gehst zum Geldautomaten, steckst deine Karte rein. Mhm. So. Was soll denn B sein? Ein Gerät zählt die Leseköpfe. Was heißt das? Wie viele Leute vorm Automaten stehen? So, C. Eine Software spiegelt das Tasteneingabefeld. Ja, das macht ja keinen Sinn. Weil, nee, ne? Wenn es spiegelt, dann ist ja einfach nur die andere Seite.
Ja. Also wenn das sicher sein soll, dann okay. Nee, finde ich auch ein bisschen komisch. So, dann diskutieren wir noch oder versuchen A oder B rauszukriegen. Aber bei A weiß ich auch nicht so ganz, weil ein Störback näht schön und gut, aber wenn die Kartennummer am Bankautomaten angezeigt wird, ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie nicht dann auch rausfiltern kann, deshalb I don't know. Also ich bin, weil ich nicht weiß, was B ist, würde ich mal B nehmen. Sicher, hört sich sicher an. Wir wissen nicht, was es ist, darum nehmen wir es. Okay. Wir wollen sehen, was das ist. Ja. E. Man kann ja bei uns auch nach dem Ausschussprinzip arbeiten, geht auch. In Deutschland ist das Zahlungssystem mittlerweile auf einen Prozessorchip umgestellt. Jedoch gibt es weltweit nach wie vor Systeme, die auf Magnetstreifen basieren, wie in den USA. Dort können Kartendubletten zum Einsatz kommen, deren Daten an europäischen Geldautomaten abgegriffen wurden. Kriminelle bauen in die Automaten ein zusätzliches Lesegerät ein, das die Daten kopiert. Eine Erfindung von US-Forschern lässt sich in den Automaten einführen und zählt, ob sich in einem Kartenschlitz mehr als ein Lesekopf befindet. Genau das habt ihr gemeint, aber es hat gut funktioniert. Ihr habt jetzt auch 1.000 Euro. Richtige Antwort. Wir haben ja noch einiges im Angebot. Bis auf Zahlen, bitte, kannst du dir alles aussuchen. Komm, wir nehmen Trick 17. Wir nehmen Trick 17. Genau. So Lifehacks sind das. Ach, guck mal, und jetzt? Oh nein. Oder jetzt? Nein. Womit lassen sich Lippenstiftflecken auf Textilien leichter entfernen? So. Okay. A. Eukalyptusöl. B. Ja. Bananenschalen. Oder C. Eiswürfel. Das müsste ich jetzt wissen, oder? Das solltest du wissen, ja. Das solltest du wissen. Also nicht nur beruflich, auch jetzt in dieser Situation für die Leute da hinten. Ja. Du also, hast ja mal im kosmetischen Bereich eine Ausbildung gemacht. Ja. Ich kann ja mal sagen, was ich denke, und dann kannst du sagen, ey, das ist ja totaler Schwachsinn. Ich wäre vom Gefühl bei Eiswürfeln. Damit geht man über den Lippenstift und der wird dann. Ich finde Eiswürfel eine ganz blöde Idee, wenn ich in dein Gesicht gucke gerade. Aber dann wird das kalt und dann kann man es abkratzen. Das wäre so eine Idee, die ich hätte bei Eiswürfeln. Da bin ich leider, glaube ich, nicht bei dir. Sehr gut, dann haben wir doch C schon mal ausgeschlossen. Auf einmal ist ich bin C. Ja, ich bin ja sofort bei. Warte, das machst du jetzt mit jeder Frage? Und richtig. Okay. Ich bin ja bei B, Bananenschalen. Aha. Weil da sind Enzyme drin, die die Lippenstift-Basis Emulsion lösen können. Also klingt sehr, sehr interessant. Man könnte alles auch irgendwie so erklären, dass alle drei funktionieren. Ja, das mache ich sehr gerne. Mhm, ich merke schon. Eukalyptusöl, Öl. Öl löst doch immer alles. Ich, aber warum auf Klamotten? Ich habe hier gerade Druck, ich spüre Druck, weil ich denke, zu Recht. Die Beauty-Tante müsste das doch eigentlich wissen. Und innerlich heulen gerade. Wenn du, jetzt im Beauty-Bereich wärst als YouTuberin, dann. Dann müsste ich es wissen, da hast du recht. Aber so. Aber sonst nicht. Aber du machst einfach jetzt dann nach der Sendung ein Tutorial mit der richtigen Antwort. Und zeigst auch die beiden anderen. So, okay, das machen wir. Dann nehmen, also Eiswürfel fandst du blöd, Bananenschale finden wir beide komisch, also bleibt nur noch das Öl, oder? Okay, oh mein Gott. Wir nehmen Eukalyptusöl, wir nehmen A. Manchmal ist bei uns ein bisschen wie im Geburtsvorbereitungskurs, man muss immer schön tief reinatmen. Den habe ich hinter mir und trotzdem Tipp gedrückt. Ein Lippenstift besteht neben den Pigmenten zu einem Großteil aus Fett. Lippenstiftflecken auf einer Bluse lassen sich daher gut mit Eukalyptusöl lösen, denn das ätherische Öl wirkt fettlösend. Dazu reichlich Öl auf einen Wattebausch träufeln und den Fleck damit abtupfen. Einige Minuten einwirken lassen und anschließend in einer Seifenlauge auswaschen. Nach dem Trocknen sind der Lippenstiftfleck und auch das Eukalyptusöl weg. Die neue sind bei 1.500 Euro. So, wir nehmen Clever. Wir nehmen Clever. Wer statt herkömmlichem Shampoo lieber umweltfreundlichere Haarseife verwendet, sollte seine Haare A. im Anschluss nicht mit Haarspray frisieren, B. gelegentlich mit einer leichten Essigspülung behandeln oder C. bereits nass unter der Dusche auskämmen. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Okay. Was dachtest du denn? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Mehl, weil mit Mehl kann man sich auch die Haare waschen.
Und es ist ein bisschen umweltfreundlicher und ja. Ist am Anfang ein bisschen kritisch, aber später hat man keine fettigen Haare mehr. Okay. Genau, aber das ist leider nicht dabei, deshalb, ja. Nee, hast du aber schon mal von Haarseife gehört, dass es das gibt? Ja, ja, aber noch nie benutzt. So, okay. Was ist denn dann da der Unterschied zwischen dem Shampoo und der Haarseife? Vielleicht sind da keine Silikone drin. Das auf jeden Fall. In der Haarseife? Mhm. Silikone machen das Haar weich, ne? Genau, aber okay. Setzen sich auch auf das Haar. Dann nehme ich mal an, dass Haarseife wahrscheinlich das Haar stumpf macht. Ja, ich glaube auch. So, kann man mit einer Essigspülung das Haar weich machen? Boah, das stinkt bestimmt richtig. Na gut, das stinkt vielleicht, aber dafür hast du vielleicht wieder schöne Haare. Ja. Dann siehst du vom Weiten wunderschön aus, aber wenn einer in die Nähe kommt, eieiei. Also bereits nass unter der Dusche auskämmen mache ich gelegentlich auch, wenn ich zum Beispiel keine Spülung benutze, aber da benutze ich ganz normales Shampoo. Aber vielleicht ist es dann auch gut, weil dann machst du nämlich diese ganzen Sachen, kämpfst du dann unter der Dusche raus. Kann auch dann sein. Trocknet das nicht mit ins Haar und wird dann auch nicht stumpf oder hart. Ja. Ich glaube schon, dass da noch was übrig bleibt, aber vielleicht wird es besser, ja? Das kann sein. Das ist ein guter Tipp. Weil im Anschluss nicht mit Haarspray frisieren, das ist, glaube ich, egal. Aber ich finde das gut, dein Tipp. Ja? Wenn du sagst, hin und wieder kämpfst du eh nass unter der Dusche, weil das gar nicht so verkehrt ist, vielleicht ist es bei der Haarseife genau auch so. Okay, also was machen wir jetzt? Wollt ihr selber oder? Nehmen wir C. Okay. Wir nehmen C. Gut. Mal gucken. Schauen wir es uns an, was hilft. Haarseifen sind sehr ergiebig und kommen meist mit weniger Verpackung aus als herkömmliches Shampoo. Wer auf Haarseife umsteigt, sollte allerdings die Wasserhärte beachten. Besonders bei sehr hartem Wasser setzen sich sogenannte Kalkseifen ab und führen zu rauem Haar. Daher sollte von Zeit zu Zeit eine saure Spülung, etwa aus 2 Esslöffeln Apfelessig und 1 Liter kaltem Wasser, ins Haar einmassiert werden. Der Essig löst die Kalkseifen im Haar und sorgt zudem für Glanz. Aber im Prinzip waren wir auf der Weg. Eigentlich schon. Es war halt nur was von den beiden. Ja. Naja. Ich sag dir, war zu einfach. Kein Geld, aber ihr habt euren Publikumsjoker noch. Okay. Aber Technik, machst du auch so. Den brauchen wir bei, achso, sag ich lieber nicht. Wir haben noch Comics? Technik, Comics, Zahlen bitte und Damen. Der Elton nimmt gleich Technik, der Elton nimmt gleich Technik und er kriegt von uns Zahlen bitte. Also fangen wir mit Comics an. Okay. Welchen historischen Hintergrund hat es, dass viele der ersten Superhelden ihre Shorts über der Strumpfhose tragen? Das ist ja super. Das weißt du? Nein, aber es ist total spannend. Die Zeichner orientierten sich damals am Look von Zirkuskünstlern. B, in früheren Zeiten wäre die Strumpfhose sonst heruntergerutscht. Oder C, es gab eine Kooperation mit einem Unterwäschehersteller. Jetzt haben wir auch ein bisschen Glück. Also ich würde C sagen. Ja, genau, ne? C ist auch halt ja für total wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen Glück mit den Alternativen, weil wir reden ja von Zeichnungen, da ist es völlig egal, ob eine Strumpfhose runterrutscht oder nicht. Weil auch in früheren Zeiten wäre Spider-Man nicht wirklich an der Hauswand hängen geblieben. Nicht? Nee, das ist ja Fiktion. Ach so. Ja. Oh. Und in Kooperation mit einem Unterwäschehersteller, ja, also mit, keine Ahnung, dann wird da überall eine Marke draufstehen. Deshalb würde ja, und wir reden von den 30er Jahren. Ja, ja. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Hast du einen Lieblings-Superheld? Bevor wir uns da rausreden. Nee, eigentlich nicht. Ich finde eher einen Bösewicht sehr cool. Die richtige Antwort wäre, da ist dein Mann. Ach so. Hast du einen Lieblings-Superheld? Natürlich, mein Schatz, mein Baby. Naja, Moment mal. Ich habe auch einen Sohn. Ja, ja. Der ist eigentlich aber mein Superheld. Also wer hat den gemacht? Fantastic Three. Ein Superheld. Ja, ein Der klassische Superheld trägt seine Unterhose über der Strumpfhose. Dafür gibt es einen historischen Grund. Die Zeichner der ersten Superhelden orientierten sich an den damaligen Zirkuskünstlern und Ringern. Diese waren für ihre unterwäscheähnlichen Shorts bekannt, die sie für den Fall trugen, dass die Strumpfhose mal reißen sollte.
Und da Superhelden akrobatisch und mächtig stark wirken sollten, bekamen sie das Outfit der Trapezkünstler und Kraftprotze verpasst. Würde mir stehen, würde ne? Dir stehen, ja. Super Kai. Ja, ja? Würde dir stehen. Okay, ihr habt 2000 Euro auf dem Konto, ihr müsst dranbleiben. Technik. 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 Was macht Auto-Außenspiegel besonders robust? A. Es wird leicht gewelltes Spiegelglas verwendet. B. Eine doppelte Schicht aus Decklack schützt das Glas. Oder C. Die Spiegelschicht besteht aus Chrom. Aha. Leicht gewölbtes Spiegelglas, dann würde es man ja rein theoretisch ja im Glas sehen, dass es gewölbt ist. Ja, wenn das aber ganz leicht gewölbt ist, das kann ich mir vorstellen, weil Chrom, das ist ja mit, ist doch mit, naja, egal. Aber, dass die Spiegelschicht aus Chrom besteht, das glaube ich nicht. Und eine doppelte Schicht Decklack, das wird auch nicht viel schützen. Ich bin bei leicht, also ich kann mir das physikalisch so ein bisschen erklären. Ich glaube, ich bin auch bei A, aber ich würde, glaube ich, trotzdem den Joker nehmen. Ja, für Sicherheit. Ja, weil wir kriegen eh die Schätzfrage und da müsste das Publikum auch schätzen. Wir nehmen das Publikum. Wir nehmen okay. Vielleicht weiß das einer, Automechaniker. Oh. Ja. Das ist ja natürlich toll. Da stehst du als Erster auf und machst so. Normalerweise sind die, die als Erste aufstehen, wissen das immer. Also such einen aus. Ach, nö. Du darfst einen aussuchen. Ist völlig. Ist ja nicht fürs Leben, Dagi. Ist jetzt nur für den Moment. Hm? Okay, dann wähle ich sie aus. Den gleich hier vorne. Okay, danke. Das endlich mal. Sonst werde ich immer in die letzte Reihe geschickt. Hallo, grüß dich. Ich heiße Peter. Ja? Hallo Peter. Komm aus Bottrop. Okay, was machst du beruflich, Peter? Ich bin Bauingenieur. Gut, dann schauen wir mal auf die Antwortmöglichkeiten. Was denkst du? Das war dann die Antwort C. Aha. Okay. Okay. Antwort C. Okay. Herkömmliche Spiegel bestehen aus einer empfindlichen Silber- oder Aluminiumschicht hinter Glas, die durch Decklack geschützt ist. Bei Auto-Außenspiegeln hingegen befindet sich die Spiegelschicht ungeschützt auf der Vorderseite. Sie sind dennoch besonders robust und korrosionsbeständig, weil die Oberfläche aus hartem Chrom besteht. Außerdem minimieren Chromspiegel die Blendung in der Nacht, weil sie nur 60% des Lichts reflektieren. Sehr gut! Peter, Glückwunsch! Richtige Antwort! Das war sehr wichtig. Ihr steht bei 1500 Euro. Noch eine Frage für jedes Team. Ihr dürft noch mal wählen. Zahlen bitte oder damals. Ach, Geschichte sehr, oder sehr Mathe. Ich habe hier schon öfters gehört, nicht zahlen. Nicht zahlen bitte. Nicht zahlen. Such dir was aus, aber nimm nicht zahlen. Oh, das ist schwer. Ich nehme sicher nicht zahlen. Nicht zahlen bitte. Okay, wir nehmen damals. Okay. Schön, er wird jetzt schon nervös da drüben. Vielleicht hättet ihr doch besser Zahlen genommen. Oh. Oh nee, sag doch sowas nicht. Erik der Rote gab Grönland seinen Namen, weil A. eine Algenart die Küsten damals grün schimmern ließ. B. er damit neue Siedler anlocken wollte. Oder C. er farbenblind war. Das war eine Erik ganz, der Rote. Das war eine ganz lustige Drehung. Also man sagt immer, Grönland war grün und deshalb heißt es Grönland, grünes Land. Aber der Trick ist, es war genau gar nicht grün, aber er wollte Werbung machen. Er hat gesagt, es ist grünes Land. Aber es ist gar kein grünes Land. Hm. Und das war dann nur, damit neue Leute hinfahren. Du bist ja wahrscheinlich schon mal drüber geflogen über Grönland auf dem Weg nach Amerika. Ja, dann. Nehmen wir? Ja. B. Toll, ne, mit Bernhard? Ich find's toll. Mhm. Also ich könnte mir auch keinen Moment. Besseren Partner vorstellen. Mhm. Oh. Noch ein Superheld. Genießt den Moment, gleich startet das Video. Nachdem Erik der Rote im 10. Jahrhundert ein Verbrechen begangen hatte und aus Island verstoßen worden war, segelte er nach Westen. Nach 3 Jahren Verbannung kehrte er nach Island zurück und erzählte dort von der Insel, die er mit seinem Schiff erreicht hatte. Er nannte sie Grönland. Den vielversprechenden alten nordischen Begriff für grünes Land wählte er der historischen Quelle Landnámabók zufolge, um neuen Siedlern das Land schmackhaft zu machen. Bereits ein Jahr später brachen Schiffe mit mehreren hundert Auswanderern auf.
Also damit steht er bei 2.500 Euro. So, eine Frage haben wir noch. Aus der Kategorie Zahlen bitte. Und es geht um die letzten 500 Euro. Jetzt schau's dir an. Hochgerechnet etwa 12.000 Stunden verspäten sich 2018 die Fernzüge der Bahn. Nee, B. Erbsen ist ein Deutscher im Jahr. Oder C. Euro kostet eine Katze den Halter ein Katzenleben lang. Du verstehst, warum ich das nicht machen möchte. Ja, ich bin voll bei dir. Also A kann ja schon mal nicht sein. Das ist definitiv mehr. B. 12.000 Erbsen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Erbsen gegessen habe. 20 mal 5 sind 100. Was rechnest du gerade? 1.000. Sind 1.000. Wie lange lebt eine Katze? 15 Jahre. 15 Jahre. Dann kommt das fast hin. Ich habe so gerechnet, Katzenfutter, sagen wir mal, machen wir es ganz einfach. Katzenfutter kostet 1 Euro pro Tag. Zwei Mahlzeiten sind 2 Euro. Zwei mal 7 eine Woche lang sind 14. Sind also 14 Euro in der Woche. 52 Wochen mal 14. Rechnen wir mal ganz einfach. Dann rechnen wir 52 mal 10 sind 520, richtig? Sind 520 Euro im Jahr. So, richtig? Das sind nur die, so. 520 Euro im Jahr. Jetzt, 10 Jahre, sagen wir mal, eine Katze, sind also 5.200. Dazu kommt aber noch Katzenklo. Die ganzen Arztbesuche. Impfungen. Und ich bin ja jetzt wirklich, wir sind ja jetzt noch weiter runtergegangen, was das Katzenfutter angeht. Ich finde irgendwie C, wir haben ein bisschen gerechnet, wir nehmen C. C. Ja, da gehen ja auch die Leasing, da gehen ja auch die Leasingkosten mit rein und so. Und na, eine ganze Menge, was man da alles mitbezahlt. Der Deutsche Tierschutzbund hat die Haltungskosten einer Katze errechnet. Demnach liegt der Anschaffungspreis einer Katze aus dem Tierheim bei 100 Euro und bis zu 2.000 Euro bei einer Rassekatze. Die Basiskosten für Napf, Körbchen, Katzenklo etc. betragen ca. 150 bis 500 Euro. Die jährlichen Kosten für Futter, Impfungen, Katzenstreu etc. liegen bei ca. 700 Euro. Auf die durchschnittliche Lebenserwartung von 16 Jahren hochgerechnet, kostet eine Katze ihren Halter ein Katzenleben lang rund 12.000 Euro. Sehr gut. Das konnte gar keine andere Antwort sein, denn wir mussten natürlich ein Katzenvideo spielen heute in der Sendung. Ja, so süß. So, dann gucken wir mal auf den Zwischenstand. Bernhard und Paola Maria haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Dagi B haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und damit sind wir beim heutigen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Kino. So, bitte setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher dieser Tänze wurde für einen Film entwickelt? A. Habanera. B. Cha-Cha-Cha oder C. Sirtaki. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So,
beide Teams haben gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Gleich gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns, meine Damen und Herren. Dann verraten wir Ihnen auch den Ausgang. Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit Paola Maria im Team mit Bernhard Hoecker. YouTube trifft Fernsehen. Die beiden haben 2.500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Dagi B und Elton. Die beiden haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher dieser Tänze wurde für einen Film entwickelt? A. Habanera, B. Cha-Cha-Cha oder C. der Sirtaki. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Paola haben gesetzt. 1.500 Euro. Elton und Dagi B haben gesetzt. Alles. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Paola und Bernhard haben getippt auf Antwort C. Elton und Dagi B haben getippt auf Antwort C. Oh. Der Habanera wurde im frühen 19. Jahrhundert aus den europäischen Kontertänzen entwickelt. Der Cha-Cha-Cha entstand aus dem Mambo und der Sirtaki wurde für den Film Alexis Sorbas mit Anthony Quinn extra entwickelt. 1964 war das. Damit Antwort C richtig. Beide Teams stehen bei 4.000 Euro. Das heißt, eins ist klar, 4.000 Euro ist die Gewinnsumme. Die Frage ist nur, für welches Team, für welchen Teil des Publikums zahlt sich das heute aus? Die Entscheidung bringt die Schätzfrage. Auch gut. Das ist ja mal eine geile Frage. Wie viele Noppen besitzt eine klassische deutsche Glas-Mineralwasserflasche? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Oh mein Gott. So, beide Teams haben was eingetippt. Hier habe ich Bernhard ganz wild tippen sehen und du hast dich wirklich komplett rausgehalten. Ich habe mich komplett rausgehalten, echt? Weil Schätzfragen habe ich ja immer, war nicht meins. Er vertraut mir. Nee, du hast schon häufig angekündigt, dich rauszuhalten, hast es aber nie durchgehalten. Ja, jetzt habe ich es wirklich. Ja? Aber zugegeben, sie war auch sehr schnell. Ja, Dagi hat das Heft hier sehr schnell in die Hand genommen. Hm? So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Bernhard und Paola haben getippt auf 100. Elton und Dagi B haben getippt auf, beziehungsweise Dagi B hat getippt auf 160. Oh, das ist leider knapp. Das ist sehr knapp sogar. Eine klassische deutsche Glas-Mineralwasserflasche hat, und wir haben es ganz genau nachgezählt, hat 230 Noppen. Für jeden von euch 76,92 €. 76,92 € gehen damit auch an unsere drei Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch auch euch. Und hat Spaß gemacht? Ja, vielen Dank. Danke. Auf bald. Alles Gute. Bernhard, vielen Dank. Naja, eigentlich ist es Dagi. So, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute mit Paola Maria und Dagi B.
Glückwunsch an unser Siegerteam. Elton hat die Sendung gerockt heute. Danke, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.